Schönen guten Tag, Freunde der Sonne. Heute mal wieder was Kleines für euch vorbereitet. Ich habe so ein Stückchen Post heute gekriegt und darauf habe ich mich sehr gefreut, denn von dem Hersteller hatte ich noch nie was in der Hand. Bevor wir aber loslegen, kleiner Disclaimer, dieses Produkt wurde mir zur Verfügung gestellt und ich habe keinerlei Auflagen diesbezüglich und kann meine freie Meinung äußern, was ich sehr schön finde, denn ich hatte vorher ein Telefonat und es wurde gesagt, wenn es wirklich scheiße ist, dann halt ruhig einfach volles Cartoon rein. Also dieser Hersteller war schon sehr, 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 sehr confident. Also, lass mal gucken, was da auf dich wartet. Ich hatte heute das Atura Pro von Ascher bei mir in der Post. Und das werden wir jetzt erstmal richtig schön genüsslich auspacken und dann könnt ihr meine ersten Eindrücke sehen. Ich habe es noch nicht geöffnet, ich habe noch nicht reingeguckt und das machen wir jetzt zusammen. Lass mal ran an den Schreibtisch. Dann lass uns doch mal reingucken, was da in der Box drin ist. Bin gespannt. Also von außen macht es auf jeden Fall erstmal einen sehr schönen Eindruck, was hier so kommt. Man muss dazu sagen, das ist eine Leihgabe, also die habe ich nicht zum Behalten. Das heißt, jemand vorher hatte dieses Modell schon mal da bei sich zu Hause. Also ich denke mal, dass die Verpackung, wenn sie bei dir ankommt, weniger Gebrauchsspuren hat. Aber sehr, sehr schöne Aufmachung, kann man definitiv schon sagen. Das ist in Zusammenarbeit von Ascher und McLaren entstanden. Dieses Wheel befindet sich auch im GT4 von McLaren drin, denn McLaren ist auf Ascher zugekommen und hat dort die Frage gestellt, ob sie zusammenarbeiten können, um dieses Wheel hier zu machen. Und das wird auch im Real Life gefahren. Also genau dasselbe Wheel, da drin ist nur eine andere Platine drin. Was ich schon mal sehr interessant finde. Was haben wir denn jetzt hier alles? Aufkleber ohne Ende. Die sind ja für mich meistens irrelevant, deswegen packen wir die einfach mal beiseite. Die brauchen wir ja nicht. Interchangeable RGB Enlightened. Changeable Button Caps, okay. Motorsport Pedal Shifter. Perfect Ergonomics. Oh ja, dann gucken wir doch mal rein, was wir hier so Schönes haben. Wir haben hier so einen schön unterteilten Karton, wie man sehen kann. Was ich sehr schön finde. Was haben wir denn hier noch drin? Das wird wahrscheinlich das Kabel sein, nehme ich ganz stark an. Wir haben Werkzeug dabei und Schrauben sind hier auch mit drin, was ich sehr gut finde. Sowas macht immer einen sehr schönen Eindruck. Ist hier noch irgendwas drunter? Nee, das war's. Und dann haben wir den Hauptpreis, das Wheel. Aha! Das Schöne ist, hier ist schon ein Quick Release dran von Simucube, was ich sehr schön finde. Sehr gut. Aber, da gucken wir trotzdem noch mal drunter gleich, ne? Wir packen das mal ganz kurz aus hier. Oh, ich habe aus Versehen den Shifter gedrückt. Und dann räumen wir das mal vom Tisch und dann gucken wir das uns mal an, das gute Stück. Was haben wir denn jetzt hier Schönes drauf? Ui, ja, ich verstehe den, also ich kann wirklich nachvollziehen, warum dieser Claim getätigt wurde, dass das egal ist, was du dazu sagen möchtest, weil es wird eh nicht schlecht ausfallen. Okay, also es liegt schon mal so vom ersten Eindruck her, liegt es wirklich sehr griffig in der Hand. Das ist unfassbar stabil, also das fühlt sich schon nur beim Anfassen, es ist gebaut wie ein Panzer. Wir haben hier sehr viele Kippschalter hinten drauf. Also wir haben hier USB-C, wahrscheinlich für das Kabel, wenn wir es dann anschließen werden. Wir haben hier die Möglichkeit des Aufladens. Dann haben wir noch die LEDs, die können wir auch an- und ausmachen. Hier können wir die Rotary Encoders, können wir noch was machen? Da müssen wir mal in die Dinos-Anleitung gucken. Das ist hier genauso. Und Adjustable LEDs haben wir auch. Können wir auch an- und ausmachen. So, aber hier sind nur drei Schrauben drin. Wer zum Kuckuck hat hier nur drei Schrauben reingedreht? Eieieiei. Da eine, da eine, da eine. Da ist ja mein innerer Monk. Muss gleich mal gucken. Ne, die anderen können wir reinmachen. So, das machen wir gleich. Das machen wir sofort. Sofort. Holt sie vor. Da kriege ich ja als Ingenieur, habe ich ja schon wieder eine halbe Krisensitzung.
Das müssen wir gleich mal machen. Aber das Gute ist, wir können das hier gleich mal auseinanderschrauben, um mal drunter zu gucken, wie es denn aussieht ohne. Das ist für mich immer gleich das Wichtigste am Anfang. Was ist hier drunter? Weil bei einigen Herstellern ist das Lenkrad unten noch offen, dass man da noch rankommt. Und nun ist die Frage, ist das hier geschlossen oder nicht? Fragt sich, nö, das ist geschlossen. Okay, wir haben hier drei verschiedene Schrauben drin, also Schraubengrößen. Mein innerer Monk. Aber es sieht sehr, sehr gut aus. Wir haben hier noch was manufactured. Under license from McLaren Automotive Limited. Automotive. Okay, okay, okay. Mir wurde auch gesagt, dass man die Shifter sehr schnell noch wechseln kann. Was ich sehr schön finde, ist, dass wir hinten sogar noch zwei extra haben. Also nicht so die gängigen, ne? Also hoch, runter und den... Und die Kupplung, sondern wir haben auch noch zwei dazu, was ich sehr toll finde. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Das Material ist, wenn wir mal kurz hören. Ich glaube, man nennt das Brushed Aluminium. Ich weiß nicht, wie man das zu Deutsch nennt, aber es hat so eine schöne Riffelstruktur. Sehr robust. Schrauben sehen auch alle wirklich sehr schön aus. Ich mag die Akzente, das ist hier... Silber noch, also die silbernen Akzente mit da sind. Ich würde super gerne die Shifter abbauen, ne? Aber das sieht mir so aus, als wenn ich das lieber mal lasse in diesem Moment, um da mal drunter zu gucken. Was man auf jeden Fall aber machen kann, das kann ich euch schon mal sagen, man kann das hier upgraden, also die Pedals hinten. Man kann sich zusätzlich welche kaufen und sie dann auch, wenn man möchte, hinten dran bauen. So, aber jetzt will ich trotzdem mal ganz kurz uns die Front angucken. Also die Griffe sind gummiert, die fühlen sich wirklich sehr schön an, auch sehr ergonomisch. Also ich habe sehr große Hände. Es liegt wirklich sehr, sehr gut in der Hand. Kann man nicht anders sagen. Weltklasse. Die Knöpfe sind Das Geräusch kommt euch bestimmt schon bekannt vor. Das haben wir nämlich letztens auch schon mal gerade gehabt. Die Rotary-Encoder hier und die, also die Funky Switches. Nicht die Rohdrehencode, weil man sie auch noch drehen kann, habe ich mich gerade ein bisschen versprochen. Sind sehr, sehr gut, haben sehr gutes Feel. Und es sind wirklich eine Menge und sogar ausreichend Knöpfe dran. Ne? Wie sind die Rohdreh... Oh, du, hier! Oh, das ist ein Gedicht. Okay, also die Rohdrehencoder sind wirklich ein Gedicht. Die kann man nicht drücken. Die sind wirklich nur zum Drehen da. In der Mitte finde ich auch sehr, sehr schön. Das ist sehr schlicht gehalten, das McLaren. Also das ist jetzt auch nicht irgendwie, dass hier noch Ascher oben drüber steht. Dafür bin ich Ascher übrigens sehr dankbar, dass es human ist. Weil wir haben es jetzt hier oben. Da ist das ja gängig bei Ascher, so wie ich das gesehen habe. Ich habe selber noch nie ein Ascher Wheel in der Hand gehabt. Aber ich bin froh, dass ich jetzt endlich mal die Möglichkeit habe, eins in der Hand zu haben. Weil das ist wirklich sehr, 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 sehr wertig. Die Shifter fühlen sich sehr gut an. Also ich würde fast behaupten, für mich persönlich und meine persönliche Präferenz sind das die besten Shifter. Sie haben genug Widerstand, sie sind nicht zu laut. Sie haben einen sehr schönen Klang, also so ein bisschen so einen dumpfen, nicht so dieses laute Geklicke. Die Kupplung ist auch, gut, da kann man nicht viel zu sagen, es ist halt eine Kupplung, ne? Ist auch sehr, sehr schön. Hier, horcht mal selber. Ui, das ist wirklich was Feines. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz hier bei dem Kabel gucken. Da ich das ja wieder zurückschicken muss, müssen wir hier ein bisschen vorsichtig an die Sache gehen. Nicht, dass wir hier irgendwas abreißen. Also beim Kabel, da muss ich sagen, hätte ich mir ein bisschen was anderes gewünscht als ein USB-C-Kabel. Ich hätte wirklich gehofft, dass wir unten so diese üblichen Pins gerade haben, wie wir es halt kennen. Ne? Also, dass du dich reindrehen kannst und Wireless hast. Aber haben wir nicht. Da müssen wir gleich mal rausfinden und das gebe ich euch dann bei der Review nachher durch. Da müssen wir mal noch ein bisschen nachforschen, wie es denn aussieht, ob wir das auch per Kabel betreiben können. Weil wenn wir das per Kabel betreiben können, dann
da müssen wir mal gucken hier. Da müssen wir mal schauen, wie der Hase dann aussieht. Aber sonst haben wir jetzt hier auch noch die Buttons mit dabei. Also wir können jetzt theoretisch auch Buttons tauschen. Wir haben hier eine ganze Batterie Knöpfe mit dabei, die wir nutzen können. Hier sind auch nochmal Schrauben mit dabei. Das sind übrigens 5 gleich lange Schrauben. Ich weiß nicht, warum da 3 unterschiedlich lange drin waren. Aber wir haben auch die Möglichkeit, die Buttons noch zu wechseln. Hier sind wirklich allerhand, also wirklich eine ganze Handvoll Knöpfe mit dabei. Von Blinker bis Full Course Yellow. Also hier ist wirklich alles, was dein Herz begehrt, schon fertig. Also nicht mit Aufkleber, sondern wirklich die Buttons, dass die dann natürlich auch schön leuchten nachher. Jetzt ist die Frage, wie einfach geht das denn ab? Das müssen wir mal rausfinden. Wie einfach ist es denn, so einen Knopf abzubauen? Haben wir jetzt hier ein Tool dafür? Das müssen wir mal kurz rausfinden. Ich glaube, hier ist ein Button-Tool dabei. Yes. Und ich gehe mal davon aus, wir müssen jetzt irgendwie hier drunter. Nee, das war es nicht. Das hat so nicht funktioniert. Ich bin ja, würde ja dann eine Zange nehmen, ne? Aber wie soll das denn jetzt funktionieren? Also ich meine, bei den offenen Buttons ist das ja klar. Ah, ja, ja, ich sehe gerade, was hier los ist. Wir müssen kurz mal ein bisschen mit Werkzeug rangehen, um die zu wechseln. Pass auf. Und zwar läuft hier nämlich Folgendes ab. Wir müssen hier vorne die... Nope, ich habe kein Feinwerkzeug. Gut, jetzt ist die Frage, wird das mitgeliefert? Haben wir zufällig Glück und es ist hier mit dabei. Yes, ah, Dankeschön, Ascher, dass ihr das mit beigelegt habt. Ist das der Richtige? Yes, okay. Weil wir müssen jetzt nämlich hier vorne die Schrauben lösen und das abschrauben, damit wir das machen können. Und ich denke, das wird auch jeder von euch da draußen hinbekommen. So, jetzt müssen wir theoretisch das hier abnehmen können, oder? Aber ich glaube, haben wir hier bei dem, den müssen wir glaube ich auch abnehmen, ne? Und da ist auch noch, da müssen wir noch mal rein mit einem Imbusschlüssel. Oh, das ist aber, also Knöpfe wechseln ist finicky. Aber das finde ich trotzdem sehr schön, dass du die Möglichkeiten hast, das zu machen. So, jetzt können wir den nämlich abnehmen. Siehst du, hier musste man eine Konterschraube lösen. Dann kannst du den abnehmen und jetzt müssten wir den eigentlich abheben können. Richtig? Genau, korrekt. So, und jetzt? Aha! Jetzt sehe ich auch, wie das hier funktioniert. Jetzt hast du nämlich hier an der Seite, hast du so eine kleine Kerbe drin, die ich gerade sehe. Und dann kannst du den Knopf hier so anlegen und dann müssten wir den jetzt eigentlich anheben können. Oh! Yes! Tada! Und dann hast du ihn ab. Ich zeige euch das mal da drin. Da ist so eine ganz kleine Nut drin. Ne? Und da musst du dann mit dem hier, mit dem 3D gedruckten Teil, musst du da drunter. Und dann kannst du das abmachen. Aber ich werde jetzt mal nicht großartig die Knöpfe wechseln, weil das ist ja nur eine Leihgabe. Und wir müssen ja jetzt hier nicht alles super fancy customizen. Vielleicht, wenn irgendwann mal so ein Wheel in meinem Eigentum ist, dann sind wir da auf jeden Fall dabei. Und ich kann euch sagen, davon werde ich auf jeden Fall irgendwann mal eins in meinem Eigentum haben. Ob es jetzt nochmal zum Reviewen ist oder ob ich mir eins kaufe, weil wann ist das Bagger? Und ich verstehe, warum wir in dem Telefonat, was ich geführt habe mit Ascher, ich habe nämlich mit dem guten Marcel telefonieren. Warum der also wirklich sehr selbstbewusst auch, kann man ruhig so sagen, sehr selbstbewusst gesagt hat, du kannst ruhig sagen, was du möchtest. Wir sind sehr überzeugt von unserem Produkt. Ja, das kann ich nachvollziehen, warum ihr sehr selbstbewusst daran geht. Also wenn die Inbetriebnahme super simpel ist, dann kann ich das definitiv nachvollziehen, warum man da schon sagt, du, ich mache mir da keine Sorgen, da wird schon nichts bei Schlechtes dabei rumkommen. Was mir übrigens auch sehr gut gefällt, ist, dass überhaupt gar kein, aber auch wirklich überhaupt kein Geruch aus dem Karton rauskommt. Also wirklich nichts. Kein Pappegeruch, nichts. Das riecht wirklich komplett einfach nur nach Neuware. Keine Pappe, keine Chemie, es riecht einfach nur nach, du packst gleich einen Banger aus.
So. Und dann hast du in der Theorie alles abgeschlossen. Also du musst halt vorne die 5 Schrauben lösen, die eine Schraube vom Funky Switch, und dann bist du ready to go. Und dann haben wir das wieder ordentlich am Stissel, den Apparat. Also der erste Eindruck vom Matura Pro ist wirklich grundsolide. Das macht richtig Spaß, auch schon beim Auspacken und beim Anfassen. Ich freue mich sehr darauf, das gleich in Betrieb zu nehmen und ein paar Tage damit zu fahren und euch dann mein Fazit dazu zu geben, weil das ist schon ziemlich pricey. Aber dazu, um das rauszufinden, musst du dir die Review angucken. Dankeschön, dass du dir das Unboxing angeguckt hast. Lass mich doch mal wissen, wie dein Eindruck ist, also dein Ersteindruck vom Sehen, ohne jetzt die Review gesehen zu haben. Und dann sehen wir uns zur Review wieder. Und dazu musst du den Kanal abonnieren und machst die Glocke an, dass du eine Mitteilung bekommst, wann ein Video rauskommt. Und dann schreibst du noch einen Kommentar und likest das Video oder dislikest das Video, je nachdem, wie du es gefunden hast. Vielen, vielen lieben Dank. Lass es dir gut gehen. Bis denn.